Guten Abend, Shalom Aleichem allerseits. In Sefer Yetzira, eine von den ältesten Büchern der Kabbalah, steht geschrieben, dass der Eibishter, der Schöpfer, schuf Gott die Welt in drei Sachen. In die hebräische Sprache, ich werde die Wörter sagen in Ivrit und dann übersetzen auf Deutsch. Sefer, Sofer und Sipur. Sefer heißt Buch. Um Buch zu schreiben, was braucht man? Sofer? Nein, zuerst braucht man einen Schriftsteller. Auch wenn die Geschichte ist da, gibt es keinen Schriftsteller, die Geschichte kann verloren gehen. Also zuerst gibt es Sefer. Danach gibt es Sofer, Schriftsteller, Schreiber. Und zum Schluss Sipur, Geschichte. Okay? Also Gott schuf die Welt in drei Sachen. Sefer, Sofer und Sipur. In drei Formen. Steht geschrieben בשלושה דברים. דברים ist Sachen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Zu gesund, heim zu gehen. Gut. Das heißt, Gott schuf den Mensch und steht geschrieben, der Mensch ist geworden zu einem Lebenwesen, Ebenbild Gottes. Eine Lebenwesen, Ebenbild Gottes. Okay. Und ein Hund ist nicht ein Lebenwesen, auch ein Lebenwesen. Und wenn ein Hund stirbt und ein Mensch stirbt, ist nicht gleiche? Gleiche. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen Mensch, Adam und Lebenwesen, Tiere? Um das zu erklären, lass uns verstehen, was bedeutet Leben. Nummer 1, Leben bedeutet nicht sterben. Leben heißt nicht tot. Nicht sterben heißt Leben. Stimmt? Aber was die Kabbalah lehrt uns, nicht sterben heißt Leben, ist kein Leben. Bei einem Mensch Leben bedeutet sinnvolles Leben. Das heißt so, wenn Noach sammelt alle Tiere zu der Asche Noach, Gott sagt ihm, nimm alle lebendige Tiere, Mikol Hachai, von alle lebendige sollst du nehmen. Toda Rabba, von was soll er nehmen? Von die Teute? Wenn Gott sagt, er nimmt von alle lebendige, dann klar, er nimmt von lebendige, er braucht zwei Elefanten, zwei Pferden und zwei Schildkröte. Von was soll er nehmen? Von die Teute? Sagt uns die Torah von alle Lebendigen, die gehen nicht bald sterben. Nicht ein verletztes Tier, nicht ein krankes Tier. Ein Tier, der hat noch Möglichkeit zu leben. Das heißt, wir erkennen, ein lebendiges Tier ist nicht einer, der lebt noch, sondern einer, der leben kann. Und nicht einer, der nur jetzt lebt und existiert. Okay. Das heißt so, Gott schuf den Mensch in sein Zellen und in sein Dmut. In sein Eben und in sein Bild. Was ist der Unterschied zwischen Eben und Bild? Wenn jemand macht jetzt, es gibt ein Museum in England oder in Amsterdam, wo man macht solche Menschen von Wachs. Was macht man dort? Eben oder Bild? Ein Bild. Was fehlt? Eben. Fehlt eben, fehlt gleiche Ebene. Das heißt so, lass uns verstehen, was ist ein Mensch. Ein Mensch hat Eben und ein Mensch hat Bild. Eben ist seine Seele. Freude, Trauer, Gefühle, Lebendigkeit, Ausstrahlung, Erleben, das ist alles Eben.
Das ist Ebene. Das ist Gegenwart. Eben jetzt. Eben gerade. Nicht eben früher, weil eben früher ist schon Bild. Eben heißt jetzt. Eben. Bild. Bild ist schon Vergangenheit. Bild ist schon kein Leben. Bild ist schon Album. Es ist schon Story. Gibt es einen sehr interessanten Unterschied zwischen kleinen Kindern und Erwachsenen, wie sie gucken auf Bilder. Erwachsene Menschen, die sind nie glücklich von ihren Bildern. Guck, wie ich aussehe im Bild. Hey, Katastrophe. Der Fotograf hat nicht studiert. Er konnte mir doch sagen, soll ich meine Augen nicht zuschließen. Er sieht nicht, dass meine ist krumm. Was ist er? Wusste er gelernt? Ein Mensch ist von seinen Bildern unglücklich. Irgendwann, wenn es kommt, ein Bild mit schönen Effekten, ein bisschen Licht, schöne Figur, man sieht nicht alles, die schönen Sachen sind betont, die Ecken und Kanten sind bedeckt, guckt der Mensch, schönes Bild. Ah, schönes Bild. Er ist glücklich, ein schönes Bild. Aber ein Kind, manchmal Kinder machen in die Bilder solchen... Wie? Faxen, Bilder, Mimik, wo die Eltern kriegen diese Bilder und sie sagen dem Kind, sag mal, ist doch ein klasse Bild. Das bleibt für ewig, diese Bild, und du machst so ein Mucki-Mucki. Sei ein Mensch, steh wie ein Mensch. Und in andere Wörter, was sagen wir ihm? Sei ein Bild, sei nicht ein Eben. Habt ihr bemerkt? Er will Eben sein, er will Gegenwart sein und wir sagen ihm, hallo, hallo, hallo. Sei ein Bild. Sei Vergangenheit, sei tot, sei nicht für ewig. Okay. Und so gehen wir weiter. Eben heißt in die gleiche Ebene von seinem Gegenwart und Zustand parallel zu seinem Schöpfer. Das heißt, ein Mensch in dieser Welt muss leben die ganze Zeit in drei Dimensionen. Sefer, Buch, Sofer, Schreiber oder Schriftsteller und Sipur, Geschichte. Okay, wir erzählen weiter. Wir werden heute über dem Sefer Tanja sprechen, über dem Sofer der alte Rebbe und über dem Sipur, die Geschichte, was will er uns in der Tanja überhaupt erzählen. Aber der alte Rebbe beginnt, dass er schreibt dieses Buch für die ihn, die ihn kennen und die, die er kennt. Das heißt so, wenn ein Mensch sagt, wer kommt zu deinem Geburtstag? Meine Freunde und meine Bekannte. Okay. Es gibt Menschen, die mir kennen und es gibt Menschen, die ich kenne. Welche Menschen sind Bild und welche Menschen sind Eben? Menschen, die mich kennen, die sind Bild. Sie wissen, gibt's Schlomo, gibt's Sonja, gibt's Elisabeth, gibt's Anna. Anna, gibt's Anna. Sie können schön sie kennenzulernen, sehr angenehm, schön. Was kann ich über diese Menschen? Bild. Gefällt mir dieses Bild, ist meine Bekannte. Gefällt mir nicht diesen Bild, Shabbat Shalom. Es gibt Menschen, wo ich die Menschen kenne, die sind schon meine Bekannte. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel einen Mann und seine Frau. Der Mann erkennt seine Frau und sie hat ihn kennengelernt. Ihr versteht die Nuancen? Sie hat ihn kennengelernt und er hat sie erkannt. Das heißt, Gott schuf die ganze Welt, dass er uns erkannt und er will, dass wir ihn kennenlernen. Was wissen wir über Gott? Er ist unser Bekannter. Stimmt? Kann einer der kann sagen, er hat Gott kennengelernt? Noch nicht. Also Gott ist mein Bekannter. Manchmal, wenn ich ihn brauche, ich bete, es ist ein guter Bekannter für mich. Liebe Gott, ein guter Bekannter. Aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Er ist nur ein Bekannter von mir.
Wir sind von Gott bekannter oder hat uns kennengelernt? Kennengelernt. Das heißt, wir sind von ihm nicht bekannters. Wir sind von ihm kennengelernt und er will, dass wir ihn auch kennenlernen und auch nicht nur seine Bekannte. Das heißt so, Gott sagt, nimm zum Beispiel eine Kerze. Was braucht eine Kerze? Kerze braucht zwei Sachen. Kerze braucht Energie von unten und Kerze braucht Energie von oben. Energie von unten ist Brennstoff, stimmt? Energie von oben ist Sauerstoff. Was ist jetzt mehr dominanter und schneller beim Ende? Die obere Teil oder die untere Teil? Die obere Teil, in dem Moment, wo Sauerstoff ist zu Ende, der Mensch ist tot. Wir glauben in dieser Welt, dass die Energie ist zu Ende. Lehrt uns die Kabbalah? Nein. Die Sauerstoff ist zu Ende und ein Beweis, wenn ein Mensch verliert seinen Sauerstoff, in diesem Moment ist er weg. Manchmal ein Mensch, seine Energie ist nicht mehr da, er kriegt durch eine Maschine Sauerstoff, er lebt noch ein paar Monate. Das heißt, die Sauerstoff kann ihn beleben. Auch wenn seine Energie, auch wenn seine Keuches, auch wenn seine Kräfte sind nicht mehr da. Okay. Das heißt so. In dem Moment, wo ein Mensch in dieser Welt lebt mit einem Sinn, sagt Gott, wenn du meine bewährst, meine überwachst, ich überwache deine. Wenn du nicht meine Seele überwachst, ich werde auch deine Seele nicht überwachen. Jetzt. Der alte Rebbe, der schreibt hier ein Buch. Er will in diesem Buch nur eins. Er will weiter erzählen das, was der Baal Shem Tov hat begonnen. Der Baal Shem Tov, der Gründer von Hasidismus, er hat uns gezeigt, wo ist die Adresse von der Schöpfer. Wo ist die Adresse von dem lieben Gott? Weißt ihr, wo ist seine Adresse? Unser Herz. Das ist seine Adresse. Das hat entdeckt der Baal Shem Tov. Gott wohnt in unsere Herzen. Dort will er ein Haus. Das heißt, die Adresse ist schon da. Wenn ein Mensch hat Adresse, was braucht er nach Adresse? Den Weg hinzugehen. Den Weg hinzugehen, das ist das, was wir lernen in Tanja. Und ich habe für euch eine Überraschung. Der alte Rebbe wird euch nicht beschreiben, einen anderen Weg als eure. Weil jeder Mensch hat seine Adresse, sein Haus, genau seine Nummer, alles für sich. Der alte Rebbe wird dir nur zeigen, wie gehst du, wie erkennst du deine Aufgabe, deinen Weg in dieser Welt. Das heißt, ein Mensch lebt in dieser Welt und er lebt in die erste Ebene nicht sterben. Aber was fehlt ihm? Sinnvolles Leben. Wozu lebe ich? Wozu? Was will ich? Wer kann seine Finger aufheben und sagen, was er von seinem Leben will? Fast alle, die leben in dieser Welt, können sagen, ich lebe, weil ich will nicht sterben. Ich will leben, ich will existieren. Ich will, aber wozu? Was ist dein Sinn? Was ist deine Aufgabe? Wozu lebst du? Was hast du in dieser Welt kennengelernt? Was ist schon deine? Wo hast du deine seelische Fingerabdrücke in dieser Welt erkannt? Okay. Wir werden heute versuchen, in unserer kurzen Zeit, zuerst jetzt für jede Sache 10 Minuten. 10 Minuten über dem Buch, Sefer. 10 Minuten über dem Sofer, der Schreiber, der Schriftsteller. Und 10 Minuten über dem Sipur, über die Geschichte. Und wenn wir das gut reichen, die Shiu ist mit Gottes Hilfe, mit seinem Text gebaut. Wir werden zuerst seine Wörter lesen. Und dann werden wir erzählen über dem Buch, über das Buch, über den Schreiber, der Schriftsteller und über seine Idee. Beginnen Sie bitte. Sefer. Sefer Shel Beim Yonim, das Buch der Durchschnittsmenschen. Nein, von oben. Sefer Lekutei. Von oben. Sefer. Oh, Sefer Lekutei Amarim, ausgewählte Lehren. Sefer, was heißt Sefer? Buch. Was ist Buch? Buch hat einen Anfang und ein Ende. Das ist ein Buch. Buch wird geschrieben schwarz auf weiß. Durch was lesen wir? Durch den Weiß oder durch den Schwarz? Schwarz. Beides. Wir brauchen beides. Wir brauchen schwarz
Und wir brauchen Weiß. Wir können in dieser Welt nicht lesen durch Weiß. Wir können in dieser Welt komischerweise nur durch Schwarz lernen und erkennen. Durch Weiß geht nicht. Es geht durch den, von wo guckt der Mensch? Der Mensch sieht von wo? Von seiner Weiß oder von seiner Schwarze? Er sieht von seiner Schwarze. Von die Schwarze sieht er. Von die schwarzen Buchstaben erkennt er. Also Sefer heißt Buch Schwarz auf Weiß. Lekutei Amarim, der alte Rebbe, ist ein Bescheidener. Er sagt, ich habe nur ausgewählte Lehren, ich habe nur gesammelt. Ihr weißt, im Prinzip jeden Job in dieser Welt ist Sammeln. Was macht ein Superkoch, Masterchef? Was macht er? Er sammelt verschiedene Sachen, gibt seine Symphonie, gibt seine Melodie. Ups, Superkoch, kreativ. Er macht Sachen Besonderes. Wenn ein Koch macht genau so, wie es steht geschrieben im Buch, was macht er? Eben oder Bild? Bild. Braucht man nicht. Er kann bleiben in ein kleines Restaurant in Tankstelle. Kocht gutes Essen, Leute wissen genau, was er... Er wird nie berühmt sein. Wer wird berühmt sein? Einer, der sein Eben, der seinen Beruf zum Berufung gemacht, er will neue Melodie erkennen. Er sammelt neue Kleidung, ein Schneider, neue... Einer, der macht seine eigene besondere Sinfonie, nicht ein Nachmacher. Schöpferisch, kreativ, jetzirativ. Einer, der macht was Besonderes. Aber der alte Rebbe, obwohl er macht hier eine Bombe-Idee, er ist bescheiden. Er sagt, ich bin ein Sammler. Ich bin ein Sammler von Rezepten, von verschiedenen Ideen, von verschiedenen Büchern, von verschiedenen Rabbis. Habe ich das zusammengestellt. Weiter, erster Teil. Genannt Sefer Shel Benyonim, das Buch der Durchschnittsmenschen. Also, dieses Buch hat er geschrieben 20 Jahre. Er hat begonnen, dieses Buch zu schreiben mit 26, der alte Rebbe, als er 26 Jahre war. Und wenn ihr weiß, 26 Jahre, welcher Tier ist das in die Kabbalah? Pferd, sehr gut. Weil 20 Jahre ist er schön, rennt. Er will, dass alle erkennen seine Besonderheit, dass er rennt immer zum ersten Ziel. Von 20 bis 30. Der Mensch ist wie ein Pferd. Von 30, was ist er? Wie ein Esel. Er trägt schon ein Joch von Frau, von Kinder, Hypothek, Arbeit, viele Verpflichtungen, das er trägt bei 30. Ab 40, was beginnt er zu sein? Ein Hund. Er beginnt zu lieben und treu zu sein und seine Meinung zu äußern und beißen, wo er darf. Also er bleibt nicht mehr schuldig, hat bis 40 schweigt er. Kein Wort zum Boss, kein Wort zum Schwiegermutter, kein Wort zum Großeltern. Checken. Er will nicht streiten. Ab 40 beginnt er seine Meinung zu äußern. Also der alte Rebbe hat begonnen seine Meinung zu schreiben bei 26. 20 Jahre hat er gebraucht, wann hat er beendet? 46. 46 war er genau zwischen die Zeit von 40 Vernunft und 50 Ratschlag. Ein Ratschlag bei jemandem zu holen, ist immer besser ab 45. Unter 45 ist nicht so gut, Ratschlag zu holen, weil die Emotionen, die Hormone, die jugendlichen Änderungsbedarf gibt dir keinen guten Ratschlag. Also junge Menschen sagen schnell, geh weg, schneide, scheide, mache, pappe. Nein, ein Mensch, wenn er hat schon 45 überlebt und 50 ist schon noch besser, kann er schon Ratschläge geben. Sagt der alte Rebbe, ich werde euch Ratschläge geben, aber zwei Ratschläge. Ich werde Ratschläge zu denjenigen, die mich kennen, und ich werde Ratschläge geben zu denen, die ich kenne. Das heißt so. Der alte Rebbe hat geschrieben sein Buch 20 Jahre. Und er hat geschrieben dieses Buch ohne Punktierung. Warum ohne Punktierung? Weil das ist genauso wie die schriftliche Tora, die hat 5 Bücher. Moses, genauso der Tanja, hat auch 5 Bücher. Die Tora hat 53 Abschnitte,
Der Tanja hat 53 Abschnitte. Alle Abschnitte in die Torah beginnen mit welchen Buchstaben? Wav. Wav, außer 11. Alle Abschnitte in der Torah, sogar jeden Amud, beginnt immer mit Wav. Immer mit ein Wav. Wav sieht aus, darf ich? Aber der erste? Ein Moment, das ist eine von den 11. Das ist die Buchstabe Wav. So schreibt man Wav. Und so schreibt man 1. Also Wav, so, 11 Mal in die ganze Torah beginnt die Torah nicht mit Wav, sondern mit einem anderen Buchstabe, Bereshit. Aber zweite Buch beginnt Ve'eleshmot, dritte Buch Vayikra, also jeden Buch, jeden Abschnitt beginnt mit Wav. Die Tanja auch, 53 Abschnitte beginnen mit Wav, minus 11, minus Wav, genau so wie in die Torah. Gut. Der Barditschower Rebbe hat gesagt, wie kann man so einen großen Gott in so ein kleines Buch beschreiben? Weil wenn man lernt Tanja, was geht man machen? Man geht Gott kennenlernen. Er ist nicht mehr unser Bekannter. Genauso wie wir lernen, dass er hat uns kennengelernt, genauso müssen wir ihn kennenlernen. Was heißt erkennen? Erkennen bedeutet verbinden, Kontakt. Zwei Menschen. Es gibt zwei Wege, wie Menschen können sie sich verbinden. Es gibt einen Weg, der kurz ist, voll mit Gefühlen, aber später ein langer Weg, wo man sich wirklich kennenlernt. Weil am Anfang haben sie nur bekannt geworden, haben sie sich erkannt, aber nicht kennengelernt. Wie sollen sie lernen? Die waren beschäftigt mit anderen Sachen. Später müssen sie kennenlernen. Kennenlernen ist ein langer Prozess. Gibt es andere, die sich kennenlernen und zum Schluss, die sind schon miteinander da. Aber lass uns nicht dem Späten zum Vorhin bringen. Ich wollte nur diesen Punkt betonen, dass der alte Rebbe nennt sein Buch Sefer Shel Benonim. Benoni bedeutet durchschnittlich. Alle, die hier sitzen in diesem Raum, die sind nicht Tzadikim, die sind nicht vollständige Heilige, die in dieser Welt eben Gott sind. Und alle, die hier in diesem Raum, die sind auch nicht Bild. Die sind auch nicht so wie Tiere, die nur ihre Animale. Wir sind alle eben Bild. Wir haben unsere göttliche Seele und wir haben unsere animale Seele. Mit drei Sachen, wir sind so wie Tiere. Mit drei Sachen, wir sind so wie Engel. Drei Sachen, so wie Tiere, essen und trinken. Große kommt raus. Kleine kommt raus. Vermehren, Junge und Mädchen. Und welche drei Sachen, so wie Engel? Wir sprechen. Wir können wählen zwischen gut und schlecht und wir können denken. Also drei Sachen, so wie Engel. Drei Sachen, so wie Tiere. Und was macht der Mensch sein ganzes Leben? Durchschnittlich. Er weiß nicht genau, er kämpft mit sich, er kämpft, sein ganzes Leben, er ist durchschnittlich. Ihr weiß, wenn Eltern kommen zum Elternabend und die Lehrerin sagt die Eltern, eure Kind ist ein durchschnittlicher Kind. Ist das ein Kompliment oder Beleidigung? Beleidigung. Kommt der alte Rebbe und er sagt, unser Problem in dieser Welt ist Wörter-Semantika. Wir leben in einer Welt, dass jedes Wort für jeden Mensch hat eine andere Semantik. Was heißt das? Ich nehme das Wort Motek. Motek. Motek heißt süß oder süße. Es gibt Gesellschaften, wo du sagst jemand Motek, klingt das sehr bildlich, sehr grob. Es gibt Gesellschaften, wo du sagst jemand Motek, süß, klingt das sehr eben, klingt das sehr
lebensvoll. Gibt's viele Menschen, wenn sie sehen ein kleines Kind, sie haben kein Problem zu sagen, du Süßele, Ingele, Kukile, Mukile, sie haben kein Problem. Aber wenn sie sagen zu einem Erwachsenen, Motek, oje, ich bin ein Motek, ich bin nicht kein Motek. Jetzt aber, wenn zwei Menschen plötzlich lieben sich, sagt einer dem anderen, Schatz, Patz, Honig, Monig, wo normale Menschen, du sagst nicht ein fremder Mensch, du mein Honig, Honig ist zu schmieren Marmelade. Wieso sagst du ein erwachsener Mensch, mein Honig? Wie kann sein ein normaler Mensch Honig? Wie kann sein ein erwachsener Mensch süß, mein Zucker, mein Sonne? Also Menschen nehmen Metaphern und sie tragen diese Metaphern, bildliche Metaphern, auf dem Eben. Das heißt so. Sagt der alte Rebbe, es ist alles in dieser Welt Semantika. Alles ist die Frage, wie definiert man das Wort, wie spielt die Musik, wie ist der Ton. Ist nicht, was hat man gesagt, sondern wie hat man gesagt. In diese Idee will er in sein ganzes Buch gehen. Deshalb sagt er, ein durchschnittlicher Mensch ist nicht ein durchschnittlicher in die Schule. Ein durchschnittlicher ist einer, der geht sein ganzes Leben in dem Schnitt. Er geht sein ganzes Leben in dem Weg. Er will sein eigener Schnitt, seine eigene Besonderheit herausfinden. Okay. Nein, Pause. Jetzt kommen zwei kurze Geschichten. Und bitte diese zwei kurze Geschichten gut aufmerksam zuhören. Weil die zwei kurze Geschichten haben eine lange, lange Schlüssel in unserem Buch. Wenn ihr diese zwei kleine Geschichten behalten im Kopf, ihr werdet nur sehen später beim Lernen, wie oft die Geschichten verbreiten sich. Eine Geschichte handelt sich mit einem Tinok, mit einem jungen Bub, und eine handelt sich mit einer Tinoke, mit einer Mädchenbubin. Ja, das ist Säugling. Nein, aber Tinoket heißt kleine Mädele. Kleine Mädchen, kleine Mädchen. Ein Jüngele und ein Mädele. Okay. Wir bleiben bei Jüngele und bei einem Mädele. Wir beginnen die Geschichte von die Mädele. Weil die Geschichte steht zuerst. Ja, wir beginnen mit dieser Geschichte. Tag geht Rabbi Joshua bei Levi. Ein riesiger, großer Meister, der mit vielen Griechen diskutiert, Philosophen, die haben ihn geschätzt, er hat sie geschätzt, es waren immer fruchtbare philosophische Gespräche. Ein Tag sieht er ein Mädel, geht mit einem bedeckten Topf. Mit einem bedeckten Topf. Und der Topf ist noch warm. Und sie hält den Topf mit zwei Tuch. Topflappen? Nein, mit einem Tuch oben von beiden Seiten und sie trägt das irgendwo. Sagt Rabbi Joshua zu dem Mädele, Mädele, was hast du in dem Teppel? Sie guckt auf ihn, sie hat gesagt, weiser Mann, wenn Mama wollte, dass du siehst, was drinnen ist, sie hätte das nicht zugemacht, weil jeden Moment, wo es noch zu, es wird weiter gekocht. Opa, weißt du, gibt es Reis kochen und Nudel kochen. Was ist der Unterschied zwischen Reis kochen und Nudel kochen? Bei Nudel will man schnell, kurz. Dann muss man der Teppel ein bisschen nur offen. Wenn jemand, der Deckel, wenn jemand will Reis machen, wann wird der Hauptreis gekocht? Nachdem der Reis ist schon gekocht, nachdem wenn der Deckel ist auf dem Teppel zu, in die Momenten, in diesen entscheidenden 10 Minuten, wo es wird nichts Neues gemacht, gerade dann, wo du glaubst, es wird nichts passiert, bingo, dort wird die Reis gemacht. Gibt es einen Koch zufällig hier? Alle sind Köche. Aber das ist eine Information von Hani. Also, ich habe sie gefragt vor dem Schiu, dass ich keine falsche... Ich sage nur die Ideen von Chassidismus, aber es ist, das ist die Sache. Okay, das ist die erste Geschichte.
Das heißt, der Tempel hier ist in dieser Welt zu, weil es wird weiter gekocht. Wenn Gott wollte, dass die Sachen in dieser Welt sind offen, hätte er das offen gelassen. Weil dadurch, das ist zu, Gott sei Dank. Und wenn jemand will erfolgreich sein in dieser Welt, sage ich euch, zu. Wenn die Sache ist offen, ist verloren. Kommt andere Energie in eure Sachen. Habt ihr neue Ideen? Habt ihr neue Projekte? Deckel zu. Deckel zu, kommt Segen. Deckel offen, verloren. Fällt eine Fliege rein. Menschen können durch ihre Augen die Existenz brechen. Kein Wort, kein Ton. Zu. Wenn Gott wollte offen, hätte er das offen gemacht. Zweite Geschichte. Rabbi Joshua geht unterwegs. Und er ist gekommen zu einer Kreuzung. Was ist eine Kreuzung? Eine Kreuzung ist ein Weg, wo du weißt nicht, welchen Weg zu gehen. Rechts oder links. Und er fragt der Junge, junger Mann, wie komme ich zu diesem und diesem Stadt? Lud. Sagt ihm der Kind, dieser Weg ist kurz und lang. Und dieser Weg ist lang und kurz. Jeder Mensch hört doch das, was er will. Was will der Mensch hören? Kurz oder lang? Kurz. Kurz. Und das hat er gehört. Er ist gegangen zu diesem Weg, was er hat gesagt, kurz. Aber es war kurz im Flugzeugweg. Nicht im Erdeweg. Weil in die Erdeweg von unten, er konnte nicht weitergehen. Es war Plantagen und Zaun und Mauern und Fluss. Stimmt, es ist kürzer. Aber, und er kam zurück und hat gesagt, du hast mir gesagt kurz. Sagt er, ja, ich habe auch gesagt lang. Dann ist er gegangen zu dem anderen Weg. Sie war sehr, sehr lang. Aber zum Schluss, kurz, ohne Schwierigkeiten, ohne Hindernisse, ist er gekommen zu seinem Ziel. Okay. Nachdem wir wissen, die zwei Geschichten über die Mädele und über die Jüngele, das ist im Prinzip die ganze Tanja. Die ganze Tanja gibt uns Menschen zwei Wegen. Für rationale Menschen und für Gefühle Menschen. Rationale Menschen, welchen Weg brauchen sie? Lang oder kurz zuerst? Nein. Rationale Menschen brauchen zuerst kurz. Danke. Und dann lang. Gefühlmenschen brauchen lang und dann kurz. Das ist im Prinzip, man kann beschreiben so die ganze Tanja. Rationale Menschen machen ihr Herz Block, Stein. Sagt der alte Rebbe, wir werden sehen von Kapitel 17, beginnt er die rationale Menschen ein bisschen zu brechen. Mach ein bisschen an dein Leben, kurze Sachen, wirst du schneller zu deinem Ziel geben, alles von deinem Kopf. Kopf ist manchmal Blockade. Ein Mensch, was überlegt, zu viel hat Kopfschmerzen. Wenn ein Mensch weiß so viel in dieser Welt, er kann nicht die Welt aushalten mit so vielen Dummheiten. Er wird wütend, dass so viele Defekten auf die Straße laufen. Er kann nicht in dieser Welt einfädeln. Er kann nicht in dieser Welt von seinem Stopp kommen. Er kann nicht in dieser Welt kommen in sein Ziel. Er kann nicht, er schafft nicht. Und ein Gefühlmensch, der normalerweise immer kurz geht, aber danach, lange Weg geht er. Sagt der alte Rebbe, du Zadik, du gehst zuerst lange Weg und du lässt deine Gefühle ein bisschen beiseite. Und du gehst einen langen Weg und von langen Weg wirst du zum Schluss von Kennenlernen, wirst du später erkennen und nicht jede Sache, was du siehst, sofort begeistert. Das kaufe ich. Das mache ich. Tolles Projekt. Ich nehme von Bank Hypothek. Die Frau nicht, die Frau scheiden. Andere. Andere Kind. Zweiten Kind. Gefühl. Die Menschen, sagt er zuerst, lang, das ist ihr Fehler. Deshalb sagt der alte Rebbe, für Gefühl, Menschen muss sein lang und dann kurz. Normal, die sind kurz. Aber dann, die sind kurz, weil sie sehen die Sachen. Was ist Gefühl? Gefühl ist Flugzeug. Du siehst die Sachen von oben, auf eine topografischen Looking. Was ist Liebe? Liebe ist keine bodenständige Menschen.
wenn ein Mensch hat Liebe, er beginnt topografisch zu sein. Utopie, alles ist möglich. Gott wird helfen. Er sieht alles, plötzlich alles ist im siebten Himmel. Und im siebten Himmel ist dieser kurze Weg, stimmt. Aber wenn du willst, diesen kurzen Weg wirklich in diese Welt beginnen zu gehen, gibt es ein paar Blockaden, gibt es ein paar Flüsse, gibt es ein paar Mauern, es ist nicht so einfach. Okay, weiter. Frau Elisabeth, gesammelt. Gesammelt aus heiligen Büchern und von Torgelehrten, erhabenen Heiligen, deren Seelen edel sind, beruhen. Nein, bis da bitte noch einmal. Gesammelt von Heiligen. Aus heiligen Büchern. Aus heiligen Büchern. Von welchen Büchern hat er das gesammelt? Zwei. Ich sage euch, wie heißen die Bücher. Das erste Buch heißt Maharal, Rabbi Lüv. Der war Rabbiner in Prag. Er war Opa von seinem Opa, von der alten Rebbe. Also Opa von Opa. Wie sagt man Opa von Opa? Sav, Sava. Opa von der Opa. Von der alten Rebbe war Rabbi Lüv von Prag. Von seinen Schriften hat er gelernt, weil er will gehen in den Weg von seinen Vorfahren. Klar, jeder soll gehen. Was haben wir gesagt früher? Der alte Rebbe will niemand überzeugen für seinen Weg. Wenn jemand lernt ein Buch Kabbalah von Breslau oder von Karlin, die wollen, dass du, wenn du willst zum Gott nah werden, musst du Breslau werden. Wenn du lernst ein Buch von Karlin, musst du Karliner werden, um Gott. Wenn du lernst Tanja, du musst nicht Lubavitcher werden. Du kannst bleiben, das was du bist geboren, du findest nur den Weg zu das, was du wirklich willst. Du erkennst erst, was willst du. Ein Mensch weiß nicht überhaupt, was er will. Das ist unsere Hauptmacke. Wir wissen nicht, was wir wollen, wirklich. Was will ich wirklich? Ma ani roze, wo bist du? So wie Gott hat gefragt, Adam in Gan Eden, wo bist du? Was heißt, wo bist du? Wo ist deine? Ja. Also zwei Bücher hat er gesammelt. Das ist Maharal und Shelah. Shelah ist Yeshayahu Alevi Horowitz. Auch ein Rabbiner im 16. Jahrhundert, der hat geschrieben mein Buch, Schneluchot Abri, die zwei Bundestafeln. Und die waren seine Lieblingsbücher, wo hat er gesammelt, diese Honig. Shelah oder Shelah? Shelah. Shin Lamed He. Shla Kadosh. Der Heilige Shelah. Yeshayahu Alevi Horowitz, ein Rabbiner, der geboren in Sofia, in Bulgarien, war später Rabbiner in Frankfurt. In Frankfurt hat man nicht gemocht Kabbalisten, hat er viele Probleme gehabt, ist gegangen nach Türkei. Von Türkei nach Israel und in Israel in Tiberius ist er beerdigt, ein fantastischer Gelehrter. Und die zwei Bücher hat der alte Rebbe gesammelt für seine Bücher. Und von Torah-Gelehrten. Wenn der alte Rebbe sagt Torah-Gelehrten, er meint jetzt zwei Menschen. Sein Rebbe und sein Chavruta. Jeder Mensch, um wirklich zu lernen am Leben, braucht er drei Sachen. Wenn jemand will wirklich steigen und lernen Bomber, braucht er drei Sachen. Er braucht einen Rebbe, er braucht einen Freund und er braucht einen Schüler. Wenn jemand will wirklich lernen, wenn jemand ist Amateur, lernt ohne zu wachsen. Aber wenn jemand will wirklich kennenlernen, nicht nur, das kann ich schon. Es gibt Menschen, die können alles. Das kann ich schon, das habe ich schon gehört. Das ist Menschen, die leben in Bilder. Das ist Menschen, die leben nicht in Gegenwart. Die leben in Vergangenheit und sich nicht bereit. Also wenn jemand ist bereit, wirklich kennenzulernen, braucht er drei. Er braucht ein Rebbe, ein Chavruta, ein Freund und ein Schüler. Weil in jedem einer von die drei ist eine andere Sache. Das heißt so, wenn wir nehmen jetzt den Rebbe und wenn wir nehmen jetzt den Freund und wir nehmen den Schüler und wir haben begonnen mit Sefer, Sofer und Sipur. Wer ist das Buch? Das Buch ist der Rebbe.
Die Geschichte ist mein Freund, wo ich mit ihm sprechen kann. Ich erzähle, was hast du zu erzählen? Was Menschen erzählen? Nur Geschichten. Jeder erzählt dem anderen Geschichten. Weil Geschichte ist ein Gefäß, meine Idee dir rüberzubringen. Sag mir, ich habe viel Wasser im Kopf und ich will dir die Wasser geben. Wie soll ich dir geben? Ich brauche ein Gefäß. Geschichte nennt man in die Kabbalah Gefäß zu vermitteln. Wenn eine Geschichte ist sehr gut, diese Geschichte wird ein Bestseller. Was ist Bestseller? Wird sehr gut verkauft. Warum Menschen kaufen Bestseller? Weil die Geschichte ist gut. Weil der Schriftsteller hat die Geschichte gut geschrieben. Es muss alle drei sein. Wenn fehlt einer von die drei, es ist nicht gut. Es muss ein guter Schriftsteller sein, es muss ein gutes Buch sein und es muss auch eine gute Geschichte sein. Sagen wir, der Schriftsteller ist gut und die Geschichte ist gut, aber das Buch fehlt ein paar Seiten und ein paar Seiten sind kaputt. Genießt du von diesem Buch oder ist es unertragbar? Unertragbar. Du kannst nicht lernen, du kannst nicht lesen. Genauso die Tora oder die Tanja, jeden Buchstabe, jeden Vokal, jeden Kleinigkeit muss 100% sein. Eine Buchstabe fehlt, ist schon nicht mehr koscher. Weil es muss alle drei stimmen. Sefer, Sofer und Sipur. Also Bücher sind Schla und Maharal. Tora-Gelehrten sind zwei. Sein Rebbe, der Meslitscher Magid, und sein Freund Avraham Amalach, Avraham der Engel. Der alte Rebbe hatte einen Freund, wo mit diesem Freund zu lernen, war ein Vergnügen. Weil dieser Freund hatte keine Zeitgespür. Gefühl. Okay. Was ist ein guter Freund? Ein guter Freund oder gutes Leben bedeutet, wo ein Mensch nicht die Zeit beobachtet. Je mehr ein Mensch beginnt beobachten die Zeit, das, was er tut, gefällt ihm nicht. Er will schon sein in dem Zukunft. Wenn ein Mensch ist im Wartezimmer beim Doktor, sitzt er gerne oder nicht? Nein, weil er versteht nicht dem zusammen, der lange warten. Oh, habe ich lange gewartet. Aber wann? Da spürt er die Zeit. Aber wenn man sitzt mit jemand oder mit etwas, der uns Leben schenkt, nicht nur nicht sterben, sondern Leben erleben, da spürt man nicht die Zeit. So schnell ist die Zeit vorüber, habe ich nicht gespürt. Es war so schön. Alle schönen Sachen sind schnell. Guck in euer Leben, was ist schneller? Schabbat oder Montag? Schabbat ist viel schneller. Montag geht so langsam. Beginnt um 8, beendet Schabbat, dann ist Schabbat, geht schnell, alle gute Sachen gehen schnell, so geht das. Das heißt, das Leben an sich ist eine gute Sache, weil es so schnell geht. Deshalb, und die dritte Sache, die Schüler, das war sein Sohn und sein Enkel. Die mittlere Rebbe und der Rebbe Tzemach Tzedek. Die beide hat er, die Tanja, erklärt und erläutert. Also wenn ein Mensch will lernen, braucht er drei Sachen. Rebbe, Freund und Schüler. Wer war der Rebbe nochmal? Der Rebbe war der alte Rebbe, Schneur Salman von Leadi. Sein Sohn war die mittlere Rebbe, Rabbi Dober. Und sein Enkel war Menachem Mendel von Lubavitch, der Tzemach Tzedek. Aber ich will nicht zu viel Information schenken, ich will nur sagen die Rame. Die Rame ist, er hat gelernt mit seinem Rebbe Mesritscher Magid. Der Meslitscher Magid war der Schüler von der Baal Shem Tov. Und er hat gelernt, das heißt, es war immer ein Dreier. Sefer, Sofer und Sipur. Alles in dieser Welt, es ist immer die drei Sachen. Sefer, Sofer und Sipur. Deshalb er hat gelernt mit seinem Sohn und mit seinem Enkelkind. Weil der einzige Unterschied, hat der alte Rebbe gesagt, zwischen Tiere und Lebewesen und Menschen, Menschen haben Kontakt zu ihren Enkelkindern, Tiere nicht. Enkelkind zeigt, dass wir sind Menschen von Gott gemacht. Bei den Tieren gibt es keinen Kontakt zu Enkelkindern. Wenn jemand glaubt nicht, dass die Menschen von Gott geschafft, soll er sehen, dieser Unterschied. Bei Menschen gibt es Oma und Opa.
In die ganze Leben dieser Welt gibt's nicht Oma und Opa. Gibt's nicht. Such. Ich kenne keine Katze, die kann ihre Oma. Und kein Hund kann sein Opa. Aber bei Menschen, ein Mensch kann sein Oma und sein Opa und sein Enkelkind und Enkelin. Also das ist die Besonderheit von dem Mensch. Weiter, Herr Dieter, sei so lieb. Sehr nahe ist dir die Sache, in deinem Mund und deinem Herzen sie zu tun. Erläutert gründlich, wie es sehr nahe ist, auf einem langen und kurzen Weg mit der Hilfe Gottes, gesegnet sei er. Ihr seid Familie? Nein, wir sind uns sehr nah. Was heißt sehr nah? Was ist Familie? Wer ist mehr nah? Familie oder einen guten Freund? Wer ist mehr nah? Mit wem glaubt ihr, sitzt der Mensch in die zukünftige Welt? Mit seiner Sprache oder mit den Menschen, die waren ihm hier in dieser Welt sehr nah? Sehr nah. Sehr nah. Weil Familie ist Bild oder eben? Bild. Ist nicht eben. Weil eben bedeutet Ebene. Menschen, die in deine Ebene, Menschen, die dir parallel sind, Menschen, die dir gefallen, Menschen, die dir nicht nur Bekannte, sondern Menschen, was hast du kennengelernt? In dem Moment, wenn hast du die Menschen kennengelernt, was hast du gelernt? Dass dieses Bild ist eben. Was gefällt uns bei anderen Menschen? Die erste Sympathie bei Menschen ist immer dem gleichen Bild. Ah, bist auch geboren September. Ich auch. Hey, du kommst auch von auch Frankfurt. Sehr gut. Also Zufälle oder gleiche Bilder machen die Menschen sehr, sehr nah. Es gibt einen Schriftsteller in Israel, er ist schon gestorben. Er war ein Säkular, aber gefällt mir seine Gedanken. Sein Name war Tommy Lapid. Ah, ja. Ja, und er erzählt, dass einmal war eine Familie, die ist gefahren mit ihren zwei Töchtern nach Schweiz. Unterwegs, ihr Auto ist kaputt. Und ein Auto ist gestoppt. Und es war auch eine israelische Familie. Wie heißt du? Dr. Elian. Psch. Was macht deine Frau? Auch Ärztin. Die haben Zwillingjungs und die haben Zwillingsmädels. Hallo. Hallo. Was glaubt ihr, ist passiert mit der Familie? Zwei Hochzeiten, zwei Jungs, zwei Mädchen. Ist das Gottes oder Zufall? Die Frage ist, wie siehst du? Manche sehen das, Zufall. Schweiz, Arzt Elian, Unfall, kaputt, man sieht. Aber manchmal, es ist Begegnungen. Wir glauben, wir werden auch bald sein in der Alte Rebbe. In dieser Welt gibt es nicht Bilder. Alles hier ist in dieser Welt eben. Es ist, wir gucken dem eben durch dem Bild. Und deshalb, wir leben in einer Welt, wo ein Mensch interessiert ihm nicht sein Eben, interessiert ihm sein Bild. Wir nehmen Menschen zur Arbeit durch das Bild. Wir gucken auf den Mensch, wenn Menschen suchen einer dem anderen, sie gucken auf die Bilder, sie gucken auf die Äußerlichkeit und deshalb Menschen investieren so viel und die sind so vermattert und müde mit ihrem Bild. Aber wenn jemand wird lernen, die Tanja, wird er kapieren, dieses Bild ist nichts wert. Dieses Bild ist nicht Leben. Dieses Bild kommst du nicht rein in die Asche Noach. Bild bedeutet langfristig. Und in dem Moment, wenn dein ganzes Bild ist die Schönheit von jetzt, kannst du davon ausgehen, du wirst kaputt. In die Asche Noach wirst du nicht retten von dieser verrückten Sintflutwelt. Weil in dieser Welt existieren nur diejenigen, die leben eben. Nur diejenigen, die leben eben Bild Gottes. Nur diejenigen, die wirklich erleben und nicht ihre Bild als Hauptsache sehen, sondern ihre Eben als Hauptsache sehen. Sie sehen ihre Energie, ihre Ausstrahlung, ihre Freude, ihre Mühe, ihr Herz. Sie suchen die ganze... Und jetzt, Menschen, die suchen Bilder, was suchen sie viel? Menschen kennenzulernen oder bekannt zu werden? Bekannt zu werden. Bingo, sehr schön. Also Menschen, die achten die ganze Zeit auf dem Bild, was wollen sie? Bekannt werden. Was verlieren sie? Wenn ein Mensch ist bekannt geworden, denn es geht immer auf den Kosten, Menschen kennenzulernen,
weil fast alle Menschen, die haben ein besonderes Bild oder Resümee oder Erfolg, die sind verdammt sehr einsam. Alle schöne Frauen sind einsam, alle reichen Männer sind einsam, alle gelungene und kluge Menschen sind einsam, weil die denken die ganze Zeit auf ihr Bild, die sind nicht offen, die sind nicht entfalten, diese ganze Zeit Bestätigung bedarf von dem Außen. Wenn alle Menschen können mir, bin ich glücklich. Und wenn nicht, oi oi oi, sagt der alte Rebbe, hallo, hallo. Ein guten Freund ist besser wie 1000 Bekannte. Mit einer zu sitzen, 2 Stunden Abend Kaffee zu trinken, ist viel besser wie die ganze Nacht in Facebook. Weil die alle, was du hast in Facebook, hast du ein Bild und du bist bekannt, aber du hast niemand wirklich kennengelernt und es macht dir traurig, 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 bis du fällst in ein Loch. Ich mache schon, die werden ein bisschen moderner, hat nicht gesprochen von Facebook. Ja, aber ich mache nur die Bilder, aber ich will nur die Bilder machen für heute. Gut, jetzt, die Seele von der alten Rebbe war eine neue Seele in dieser Welt. Jede neue Seele, die muss runterkommen in diese Welt, gibt es eine Diskussion im Himmel, 3 Jahre, ob soll sie runterkommen oder nicht. Wir sind alle in dieser Welt, gehören zu den Haupt 600.000 Seelen von Struktur, von dem Platzen von Adam. Das heißt so. Gott schuf Adam mit 600.000 Funken. Diese 6.000 Funken sind 6.000 Jahre. In diese 6.000 Jahre müssen sich Menschen kennenlernen und die Welt wieder zu bauen für die 7.000. Die 7.000 wird sein ein Jahr, wo alle leben wieder in Frieden, ohne Neid, ohne Hass. Und da die Welt wird gehen zu Tohu Wabohu, Ende, basta, die Geschichte ist zu Ende. Das heißt, es gibt in dieser Welt nur 600.000 Meinungen. Jede Meinung von den 600.000 und weiter, das sind Menschen, die haben, ich denke auch so. Das heißt, wir sind schon die gleiche Seele. Das heißt, wenn es gibt jetzt eine Demonstration von 600.000 Menschen, gibt es einen Segensspruch, wo man muss sagen, dieser Segensspruch, wenn man sieht Menschen, in einer Summe von 600.000 Menschen sagt man Baruch Chacham Harazim. Gott ist der Weise, der weiß die Geheimnisse, wo jeder Mensch hat in sein Herz. Über 600.000 Seelen, jeden Seele ist schon nichts mehr neu. Die gehört schon, ihre Meinung ist schon eben. Ich denke auch so. Ich stimme dir 100% zu. Wir sind gleicher Meinung. Wir denken die gleiche, wir leben dasselbe. Okay. Und deshalb in dieser Welt, wenn jemand findet eine besondere Rebbe oder besondere Chavruta oder besondere Schüler und die sind in dem Ebene, in dem Eben, ihre Funken sind schon gebunden. Gefällt dir nicht? Die Funke ist nicht dein Eben. Such dir irgendwo, wo du kannst dich entwickeln und das ist dein Eben. Und das ist dein Bild, das ist deine zukünftige Sache. Deshalb der alte Rebbe war eine Generalschlüssel. Er war nicht eine Seele von diesen 600.000. Und deshalb ist er geboren zu seinen Eltern Baruch und Rivka. Baruch und Rivka waren beide gelehrte Menschen. Die Mutter hat kennengelernt und der Vater hat kennengelernt. Und wenn der Vater hat kennengelernt die Mutter und die Mutter hat kennengelernt den Vater und nicht nur dem anderen erkannt, dann kommt ein besonderes Kind. Das heißt, normale Paar erkennen einer dem anderen. Sie haben nicht einer dem anderen kennengelernt. Und deshalb, nach der Kabbalah, je mehr das Kind ist letzter, er ist gelungener bei den Älteren. Wieso? Weil die Älteren haben sich mehr kennengelernt. So wie der Rebbe Maharasha war der 7. Kind. Seine Eltern haben nicht nur erkannt, sie haben sich kennengelernt. Der 6. Kind ist was Besonderes. Es ist ihre riesige Tikkun, es ist ihre, so wie bei Jakob mit seinen Kindern. Wer war der Besondere? Josef. Zum Schluss, weil wenn Jakob konnte schon kennenlernen, nicht nur der erste Reuven, wo er seine Frau nur erkannt, war so ein bisschen ein Versager. Aber Josef war zum Schluss, war was ganz Besonderes. Er war der 6.
Der Josef war der Elfte. Ja, ja, klar. Der Rebbe Maharash war der Sechste. Ja. Gut, wir gehen jetzt an die Fragen.